Es ist natürlich immer gut, wenn Lebensmittel nicht sinnlos weggeworfen werden. Ja, wenn sie gebraucht werden, wenn sie aufgebraucht werden, wenn sie gegessen werden. Es ist auch gut, dass womöglich bald das Containern legal wird. Es ist ja so, Lebensmittel, die nicht gut aussehen, die kauft keiner. Die bleiben liegen. Krumm gewachsene Salatgurken will niemand haben. Und Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, die landen in Deutschland schneller im Mülleimer, als man das Wort Neurose überhaupt aussprechen kann. Für Essen in deutschen Kühlschränken gibt es zwei Optionen. Genau zwei. Entweder es wird fermentiert, eingekocht, in Tupperware eingefroren, verschweißt, vernietet und verfugt und für alle Ewigkeit haltbar gemacht, sodass es auch einen atomaren Erstschlag überstehen könnte. Oder es fliegt pünktlich zum aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum raus. Ich sehe gerade, es scheint irgendwas passiert zu sein. Wir unterbrechen unser Programm. Ich gebe ab an Extra 3 Extra. Willkommen zu Extra 3 Extra. Schockierende Bilder erreichen uns aus Quickborn. Markus B. wollte soeben einen Joghurt öffnen, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum bereits 8 Stunden und 21 Minuten abgelaufen ist. Live vor Ort ist jetzt mein Kollege Tim Grunendahl. Tim, Deutschland fragt sich zu Recht, hat Markus B. noch alle Latten am Zaun? Eine berechtigte Frage. Ich gebe sie gleich mal weiter. Was stimmt mit Ihnen eigentlich nicht? Wieso? Ich will ja bloß einen Joghurt essen. Der ist doch noch gut. Ja, Maike, wie du siehst, Markus B. ist ganz offensichtlich lebensmüde. Tja, erschütternd. Mir ist jetzt die Ernährungsexpertin Frau Professor Dr. Löffler zugeschaltet. Frau Löffler, sind in so einem abgelaufenen Joghurt nicht Unmengen an Bakterien? Also ja, natürlich sind in einem Joghurt Bakterien drin, aber das gehört doch zu einem Joghurt auch dazu. Aha, also gefährliche Bakterien, lebensgefährliche Bakterien. Ich höre gerade, die Situation in Quickborn spitzt sich zu. Tim, was ist da los? Ja, Markus B. scheint jetzt tatsächlich ernst zu machen. Was ist denn dabei? Ist doch erst seit wenigen Stunden abgelaufen. Ja, denk doch mal an die Kinder! Ja, genau. Habt ihr denn alle auf Hawaii ist gestern? Da wäre er noch haltbar. Dann lassen Sie uns schnell nach Hawaii fliegen, kommen Sie. Sag mal, spinnt ihr? Mittlerweile hat sich wohl die MHD-Eingreiftruppe des SEK im Nachbarhaus in Stellung gebracht. Wir schalten zum Einsatzleiter. Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus, wenn der Freak nicht bereit ist, den abgelaufenen Joghurt ordnungsgemäß zu entsorgen? Ja, also Feuerwehr, THW, Kampfmittel, Räumdienst sind alle vor Ort. Wir haben den Tatort weiträumig abgesperrt. Also wenn sich das hier zuspitzt, wir sind bereit. Scheiße, der macht ernst! Code 16 an alle Einheiten, Code 16, nicht auf den Bäcker zielen, sonst kriegen wir hier ein schlimmes Joghurtvergießen. Tim, was ist da los? Gibt Markus B. jetzt endlich den Löffel ab? Ja, Maike, jetzt geht es um die Wurst. Sag mal, Mindesthaltbarkeit, das ist mindestens so lange haltbar und nicht maximal. Mensch, Junge, mach dich doch nicht unglücklich. Okay, ich gebe auf. Zugriff! Ja, Maike, Happy End in Quickborn. Die Tragödie konnte gerade noch mal abgewendet werden. Oh, Halleluja! Ja, danke, Tim. Dann hoffen wir mal, dass der abgelaufene Joghurt unbeschadet im Endlager Vergorleben ankommt und wir alle beruhigt schlafen können. Auch du, Christian. Vielen Dank. Maike Kühl. Machen wir uns nichts vor, Extra 3 auf YouTube ist einfach zu erfolgreich. Das ist unsympathisch. Man ist ja immer für den Underdog. Deshalb zieht sich Extra 3 mit der ganzen Sendung von YouTube zurück in die ARD-Mediathek, um Satire wieder unerkannt aus dem Untergrund zu praktizieren. Hier geht's lang.